Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem heutigen Review-Umschwung. Ich habe wieder ein paar Spiele gespielt, unter anderem auch im Stream, aber auch privat, die ich euch dann einfach ein bisschen euch näher bringen möchte, beziehungsweise euch sagen möchte, was ist meine Erfahrung damit, wie sind meine Meinung, meine ersten Eindrücke zu diesen Spielen und deshalb machen wir wie so einen kleinen Umschwung. Am meisten interessieren wird euch wahrscheinlich God of War Ragnarök und auch meine neue Meinung zu Sonic Frontiers. Dann aber gibt es auch noch ein paar kleine Überraschungen. Ich habe Bayonetta 3 mittlerweile angespielt. Sonic, Frontiers weiter, Super Bomberman R, dann habe ich Mad Red Dead gespielt und noch ein bisschen andere Spiele, die ich hier auf der Switch installiert habe und das wünsche ich euch nach einem Intro, wünsche ich ganz viel Spaß, ne? Zwar haben wir jetzt gerade in einem Wunschspiel-Stream Mad Red Dead gespielt. Das hier ist ein Rhythmusspiel. Und in diesem Spiel gibt es am Anfang so ein kleines bisschen Story, die Ratte stirbt und sie kann sich dann nur noch rhythmisch fortbewegen. Du musst quasi alle Sprünge, alle Aktionen musst du im Beat, im Rhythmus vollführen. Das heißt, jeden Sprung nach rechts, jeden Dash nach rechts, jeden Dash nach unten und jede Attacke, alles musst du im Beat und im Rhythmus vollführen, damit du gut durch diese Level durchkommst, damit du nicht bestraft wirst von dem Spiel. Und auch wenn das am Anfang sehr weird war und Coco war hier und wir sind beide nicht so ganz reingekommen in das Spiel, nachdem aber der Funk übergesprungen war, hat das Spiel tatsächlich Spaß gemacht. Ich mochte die komische Mucke, ich mochte den komischen Flair dieses Spiels und irgendwie hat das Spiel dann Bock gemacht. Es hat eine coole Aufmachung. Wir werden definitiv dieses Spiel weiterspielen. Der erste Eindruck von dem Spiel ist tatsächlich relativ positiv. Dann haben wir tatsächlich witzigerweise noch zwei andere Rhythmusspiele gespielt. Das eine war Everlook. Everlook war sehr, sehr bizarr und hier muss ich tatsächlich sagen, hier ist der Vogel bei weitem nicht so übergesprungen. Was mir sehr gefallen hat, war der Look des Spiels, den ihr jetzt ja gerade im Hintergrund seht. Die Aufmachung des Spiels gefällt mir sehr und mir gefällt auch die Musik. Aber was mir nicht so gefallen hat, ist das Gameplay von diesem Spiel. Der große Punkt ist, es ist an sich gar kein Rhythmusspiel. Es ist eher ein Spiel, wo Musik und Rhythmus ein platziertes Thema ist, aber alle diese Attacken, die erfolgen zwar im Beat, aber du selber spielst null im Beat. Du selber hast nun die Aufgabe, nach links, nach rechts zu dodgen oder du kannst Sprünge vollführen, aber das machst du halt nicht im Beat. Es ist ein reines Reaction-Game und auch wenn die Aufmachung cool ist und die Attacken erfolgen im Beat, so wirst du teilweise so mit Attacken zugespammt, dass du selber agierst überhaupt nicht im Beat. Ich habe es probiert. Ich habe wirklich versucht, irgendwie einen Beat zu fühlen oder im Rhythmus zu agieren. Überhaupt keine Chance. Es ist ein reines Aufpassen, Reaction irgendwie, oder Predicten, was irgendwie kommt. Und das wurde sehr, sehr schnell sehr, sehr öde und irgendwie sehr überfordernd. Und auch wenn ich die Aufmachung von diesem Spiel cool fand, habe ich auch null von der Story irgendwie gecheckt. Also ein interessantes Spielchen, aber dadurch, dass das Gameplay halt null irgendwie mit Rhythmus zu tun hat und du halt einfach nur mit Attacken zugespammt wirst, wurde es dann irgendwann tatsächlich ein bisschen seltsam. Und dann wurde es auch irgendwie sehr psychedelisch und die Leute sind teilweise im Stream haben gedacht, what the fuck, was spiele ich hier? Und deshalb ein besonderes Spielchen, muss man Bock drauf haben. Dann haben wir aber noch gespielt Just Shapes and Beats. Und hier muss ich sagen, geiles Spiel. Geile Mucke, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch hier muss man sagen, du selber spielst nicht im Beat. Auch hier ist es so, dass diese Attacken erfolgen im Beat und der Rhythmus der Bosse. Hier muss man aber sagen, dass wirklich die Musik einen wesentlich wichtigeren Punkt spielt als eben noch bei Everlook. Weil hier agieren alle Bosse und vor allem auch alle Stages agieren eben in einem Beat. Du kannst sehr viel mehr predikten, die Muster viel mehr führen, wie du im Beat bist. Du kannst viel mehr erahnen, wo du hin ausweichen musst. Du selber spielst aber auch hier wieder nicht im Beat. Deine Aufgabe ist es hier eben zu reagieren. Du kannst ausweichen und du kannst deine Figur bewegen. Und das macht sehr viel Spaß. Die Mucke geht voll ab, muss man natürlich mögen. Aber ich hatte einen gewissen Punkt. Dieses Spiel wurde mir damals quasi näher gebracht durch Remixes von eben berühmten Spielen, von Videospielmusik, die ich so kannte. Was ich dann aber erfahren habe, ist, das ist gar nicht primär Teil des Spiels. Du kannst es zwar runterladen durch Custom Maps, aber all diese anderen Sachen sind fanmade. Das heißt, im Spiel selber spiele ich halt die ganze Zeit die Musik, die für das Spiel extra gemacht wurde. Und diese Remixes sind gar nicht Teil der ursprünglichen Story. Und da ich das so ein bisschen erwartet hatte und mich da sehr drauf gefreut hatte, Shovel Knight oder andere Spiele, andere Remixes von coolen Themes, die ich so kannte zu spielen, war ich dann so ein kleines bisschen enttäuscht, weil ja, das Spiel wurde mir leider unter einer falschen Prämisse beworben. Im Großen und Ganzen hatte ich mehr Spaß mit dem Spiel, als ich gedacht hätte und generell war das halt irgendwie witzigerweise ein Rhythmusspieleabend. Sowohl Mad Red Dead hat uns beiden sehr viel mehr Spaß gemacht, Just Shapes and Beats hat Spaß gemacht. Keins dieser Spiele werde ich großartig weiterspielen, bis auf Mad Red Dead, das werde ich mit Coco noch ein bisschen weiterspielen. Aber die anderen Spiele waren auf jeden Fall cool, mal sich angeguckt zu haben. Ich persönlich mag es sehr, sehr gerne, meinen Horizont zu erweitern und mir einfach mal ein paar Spiele anzugucken. Dann
hatten wir einen großen Bomberman-Abend. Hier muss ich tatsächlich sagen, dass ich viele, viele tolle Bomberman-Spiele gespielt habe. Und ich möchte mich recht kurz halten. Ich möchte das Video nur ankündigen. Es wird einen großen Nostalgie-Alarm geben zur Bomberman-Reihe. Aber ich habe halt unter anderem auch dieses Spiel für die Switch gespielt. Hier muss ich dann sagen, dass Super Bomberman R mich ein bisschen enttäuscht hat. Dieses Spiel hat einen sehr gewöhnungsbedürftigen Look und ich mag den Look dieses Spiels tatsächlich nicht. Es hat wesentlich weniger Gimmicks, als ich gedacht hätte, weil ich muss dazu sagen, ich habe am ganzen Abend Bomberman-Spiele gespielt. Und dieses Spiel sieht irgendwie schlechter aus als Super Bomberman. Es hat weniger Gimmicks, es hat sehr generische Welten und sehr generische Hintergründe, was mich relativ schnell gelangweilt hat. Ich habe mir eigentlich irgendwann gedacht, okay, dann spiele ich doch lieber Super Bomberman. Und das habe ich dann getan. Und dann habe ich tatsächlich entdeckt, dass Bomberman DS eigentlich noch das beste Spiel der ganzen Bande ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte hier ein bisschen mehr erwartet, aber gerade der Look des Spiels und die Abwechslung hat mich dann relativ schnell kalt gelassen. Aber ich muss dazu sagen, die Story, die Inszenierung und die Musik in diesem Spiel, die machen tatsächlich Spaß, aber die Stages, da guckt man sich tatsächlich relativ schnell satt dran. Das ist nur so ein kleiner Einwurf durch. Alles Weitere erfahrt ihr dann im großen Bomberman Special, wo ich über bestimmt 10 Spiele dann reden werde. Freut euch drauf. Dann habe ich Bayonetta 3 gespielt. Ich muss dazu sagen, das hat sich ein Zuschauer gewünscht. Ich persönlich hätte gesagt, komm, ich lasse die Finger von Bayonetta 3. Ich habe Teil 1 gespielt, mochte ich nicht. Teil 2 gespielt, mochte ich nicht. Teil 2 habe ich nur 2-3 Stunden gespielt. Teil 1 habe ich, ich glaube, 4-5 Stunden ungefähr gespielt. Ein bisschen weit auf jeden Fall, Mission 3 oder 2. Gefällt mir gar nicht. Bayonetta 3 habe ich schon oft gesagt, Vorsicht an dieser Stelle, ich bewerte sehr subjektiv. Ich mag die Musik nicht, also wirklich gar nicht. Ich mag dieses Overacting von Bayonetta nicht. Ich mag die Figuren nicht. Ich finde diese kryptische Story-Erzählung nicht. Wir haben da ein bisschen im Stream drüber gesprochen. Ich persönlich, ich werde dazu, wie gesagt, nochmal ein separates Video machen zur Geschichtenerzählung und zu Stories in Videospielen. Aber ich mag es einfach nicht, wenn das Videospiel mir die ganze Zeit nicht sagt, worum es geht. Wenn ich nichts ahne, die ganze Zeit irgendwas mir angucke und spiele, wovon ich keine Ahnung habe, worum es geht. Der große Unterschied ist eben zu so Spielen wie Tales of, aber da gehe ich dann, wie gesagt, nochmal drauf ein. Da gibt es eine kryptische Grundstory und dann wird es aber nahbar. Dark Souls zum Beispiel hat auch eine kryptische Lore, aber es erzählt mir keine Geschichte, es lässt mich einfach spielen. Und Bayonetta ballert mich aber zu mit einer Story, die ich nicht checke die ganze Zeit, genau wie Kingdom Hearts. Und das ist einfach ein Ansatz oder Persona oder Shin Megami Tensei, den ich nicht mag. Ich will, wenn ich eine Story gucke, auch verstehen, was ich da mir angucke. Ansonsten langweile ich mich. Das ist aber eine Geschmackssache. Viele andere mögen es, wenn es kryptisch ist. Hier habe ich nichts gecheckt. Ich habe die ganzen 3 Stunden Bayonetta nichts gecheckt. Nada niente, nichts. Und mir wurde gesagt, das liegt nicht nur daran, dass ich die anderen Teile nicht durchgespielt habe. Das ist wohl der Stil von Bayonetta. Ich mag die Mucke nicht, ich mag die Charaktere nicht. Ich fand, dass das Spiel tatsächlich von der Grafik her auch nur okay aussah auf der Switch. Gerade so in den Open Worlds. Ich fand, es sah okay aus für die Nintendo Switch. Es steht halt deutlich hinter anderen Größen, die grafisch auf der Switch wirklich was leisten, wie Xenoblade Chronicles 1, 2, 3, alle drei eigentlich. Oder es ist ungefähr so wie Monster Hunter Stories 2, so von der Welt, vom Weltendetail her. Geht besser, ne? Auch Monster Hunter Stories 2 ist nicht das schönste Spiel, aber es ist jetzt auch nicht auf dem Niveau anderer Katastrophen auf der Switch. Ne? Das, was mir so ein bisschen suggeriert wurde. Ja, und so bleibt es einfach, dass das schlimmste Problem ist halt das Kampfsystem. Ich mag das Kampfsystem bei Bayonetta überhaupt gar nicht. Aber das ist dann auch wieder einfach eine Geschmacksfrage. Ich habe halt lieber etwas aktiveres Kämpfen als dieses generische Knöpfe drücken. Ich hasse die Quicktime-Events in Bayonetta 3. Ich habe mich sehr gelangweilt die ganze Zeit, wo ich das Spiel gespielt habe, weil ich teilweise, ihr habt mich on Stream gesehen, teilweise passiv einfach nur irgendwelche Knöpfe durchgedrückt habe. Und ich habe noch nicht mal auf Easy gespielt, ich habe auf Normal gespielt. Und trotzdem war einfach belanglos, was ich da die ganze Zeit mache. Und ich mag dieses Kombo-Kampfsystem nicht. Egal, alles Geschmackssache, das heißt nichts verändert. Bayonetta ist einfach keine Spielreihe für mich und das ist okay so. Trotzdem würde ich nicht sagen, das ist jetzt irgendwie kein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, nur in allen Punkten einfach nicht mein Geschmack. Kein weiteres Update kann ich euch geben zu Mario und Rabbids, Sparks of Hope. Da bleibt es bei meinem ersten Eindruck. Das Spiel macht mir Spaß. Ich finde, das ist ganz, ganz toll, den ersten Teil erweitert, dass es ein neues, tolles Movement zum ersten Teil dazu bringt. Dieses Spiel macht mir sehr viel Spaß. Ich bin aktuell immer noch in der zweiten Welt und habe noch nicht die Zeit gefunden, weil ich im Moment einfach ein bisschen überrannt werde mit neuen Spielen. Unter anderem Sonic Frontiers, God of War, jetzt kommt demnächst Pokémon raus. Und ich habe meine Liebe zu Elden Ring wieder neu entdeckt. Dann haben wir aber Immortals Fenyx Rising angespielt. Dieses Spiel habe ich wusste nicht genau, wie ich das einschätzen sollte. Immortals Fenyx Rising ist ja so ein bisschen der Breath of the Wild-Klon von Ubisoft, der ja anscheinend nicht ganz verstanden hat, was Breath of the Wild so toll gemacht hat. Ich muss tatsächlich sagen, das Spiel hat Spaß gemacht.
Ich habe es gespielt, wir haben uns die Demo, ich glaube, tatsächlich fast 2 Stunden lang gegeben. Und mir haben viele Dinge gefallen an diesem Spiel. Optisch wusste ich, dass ich die Switch-Version spiele. Und natürlich hängt die deutlich den anderen Versionen hinten an. Wir haben uns die Vergleiche angeguckt, aber das wusste ich im Vorwege. Ich würde es eher auf einer anderen Plattform spielen, weil es dann einfach grafisch ein bisschen angenehmer sich anzuschauen ist. Wenn ihr das aber auf der Switch spielt, im Handheld vor allem, macht es nicht so den großen Unterschied. Im Handheld sieht es gut genug aus und macht Spaß. So, wenn ihr das aber auf groß spielen wollt, lieber eine andere Version spielen. Auf der OLED-Switch finde ich persönlich, sieht das gut aus. So, dann habe ich aber viele Dinge sehr, sehr positiv empfunden. Musik gefällt mir. Die Optik des Spiels gefällt mir. Ich mag dieses Bunte und ich fand tatsächlich, dass die Welt verdammt detailliert gestaltet war. Sehr viele interessante Bauten, sehr viele interessante Orte. Ich habe sehr viel gesehen, was ich entdecken wollte und hatte immer Bock weiterzugehen, weil ich immer wissen wollte, was da an der nächsten Ecke wartet. Das Kämpfen ist simpel genug, würde ich sagen. Es macht Spaß, ein bisschen die Knöpfe zu mashen. Es ist jetzt nichts Forderndes. Man bekommt aber so ein paar Fähigkeiten, die man benutzen kann. Aber auch da bin ich jetzt in der Demo nicht großartig eingestiegen in ein Kampfsystem, um das jetzt groß beurteilen zu können. Was ich aber besonders gut fand an diesem Spiel, das war die Freiheit. Ich kam an ein Rätsel oben, ja? Und an diesem Rätsel musste ich ein paar Kugeln in eine gewisse Position bringen. Ziemlich simpel. Und dann habe ich mich gefragt, lässt mich das Spiel diese eine Kugel jetzt den Abhang runterwerfen? Ja, lässt es mich. Und die spawnt auch nicht direkt neu. Die Kugel war da unten, weil ich habe den Mist jetzt verzapft, also musste ich runterspringen und diese Kugel irgendwie wieder nach oben werfen. Wir haben fast 1 Stunde damit verbracht und ich hatte wirklich viel Spaß, weil ich einfach die Freiheit des Spiels genossen habe. Das ist immer das, lass mich Fehler machen, lass mich entdecken, lass mich meine eigenen Wege gehen und das lässt mich Immortals Phoenix Rising. Immer wenn ich irgendwo hin wollte, gab es viele Wege, die ich nutzen konnte. Ich konnte an der Seite rumfliegen, ich konnte hinschwimmen, ich konnte irgendwelche Plattformen nutzen oder einfach von einem ganz oben Punkt von der anderen Insel rüberschweben. Und das habe ich sehr genossen in diesem Spiel. Eine sehr schöne Freiheit, ein schönes Gameplay mit Klettern, was man aus Breath of the Wild kennt. Man bekommt hier die Fähigkeiten sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell, was auch an der Demo liegen kann, das weiß ich natürlich nicht. Aber was soll ich sagen? Ich hatte Spaß mit Immortals Phoenix Rising. Es ist jetzt trotzdem kein Spiel, was ich großartig weiterspielen werde, weil dafür hat dem Spiel noch so ein bisschen was gefehlt. Es war ein kurzweiliger Spaß und ich kann verstehen, wenn man seinen Spaß damit hat, wenn man aktuell einfach Breath of the Wild vermisst und man will aber nicht schon wieder dieses Spiel durchspielen, man möchte aber ein ähnliches Spiel und damit seinen Spaß haben, dann ist Immortals Phoenix Rising eine gute Alternative, vor allem, weil es im Moment sehr günstig ist. Und ich glaube, dass vielleicht Genshin Impact da immer noch die bessere Wahl wäre. Aber wenn man beide diese Spiele schon rauf und runter gespielt hat, dann kann man zu Immortals greifen, würde ich sagen. Also ich hatte meinen Spaß, was soll ich sagen? Und dann haben wir da die beiden großen Banger. Sonic Frontiers habe ich weitergespielt. Ich habe Sonic Frontiers bis in die 3. Welt gespielt. Ich muss, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal darauf vehement dringen. Ich habe dieses Spiel jetzt Stand jetzt nicht durchgespielt. Was ich getan habe, ist, ich habe mir die 4. Welt angeschaut und ich habe mir die 5. Welt angeschaut. Im Stream und danach noch ein bisschen in Videos. Ich will ja vernünftig recherchieren. Ich habe mir die Bosse angeschaut. Ich habe noch mal ein bisschen geguckt, was hätte ich jetzt noch so gesehen. Und ich habe 2 große Probleme mit Sonic Frontiers, die sich dann vor allem in der 3. Welt ergeben haben. Das erste Problem ist, die 1. Welt war so ein bisschen Death Stranding. Ja, so Wald, vom ganzen Look und von den Farben her erinnert mich das einfach die ganze Zeit an Death Stranding. Dann kam die Wüste und die Wüste sah fucking fantastisch aus. Es war eine grandiose Welt, es hat super viel Spaß gemacht. Ich hatte übelst viel Spaß, in der Wüste meine Wege zu gehen. Und gerade hier hatte man halt sehr viel Freiheit im Movement. Man konnte, immer wenn ich irgendwo hin wollte, ich konnte rechts über die Berge mich so ein bisschen durchschießen. Ich konnte geradeaus den Rails folgen, ich konnte linksrum den Rails folgen. Oder ich bin einfach straight up in der Wüste in so einem Kreis gelaufen. Immer konnte ich selber bestimmen, wie ich meine Wege gehen wollte. Vor allem in der ersten Welt, in der zweiten Hälfte der ersten Welt und vor allem dann in der Wüste. Und dann auf einmal kam ich halt in die 3. Welt. Und die 3. Welt, Spoilerwarnung an dieser Stelle, klar, wer gar nichts hören möchte zu Sonic Frontiers ab der 3. Welt. Ab hier war auf einmal die Welt nicht mehr großartig offen. Es war gar nicht mehr großartig Open Zone, sondern es gab halt ein Areal, was aus vielen kleinen Inseln besteht. Das Problem ist jetzt aber, dass damit komplett Open Zone komplett aufgelöst wurde. Auf einmal war alles, was das Spiel für mich spaßig gemacht hat, weg. Denn jetzt war es immer so, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt hier jetzt eure Insel. Ja, vorher konnte ich mich in einem riesigen Areal frei bewegen. Ich wollte hier hin, ich konnte hier überall rumlaufen, um da hinzukommen. Ich konnte auch so hin, ne? So, jetzt habe ich hier diese Insel. Und wenn ich jetzt auf die Insel über mir möchte, dann muss ich immer hier hin. Weil hier ist die Rail. Es gibt nur diese eine Möglichkeit, über diese Rail auf die nächste Insel zu kommen. Das heißt, ich muss immer in diesem Areal, immer an diesen einen Punkt.
um hier nach oben zu kommen. Dann bin ich auf der nächsten Insel. Dann will ich nach rechts. Dann muss ich immer an diesen Punkt, weil ich nur hier, wupp, an der Rail auf die nächste Insel kommen kann. Dadurch habe ich halt einfach überhaupt keine Wahl mehr, wie ich von A nach B komme. Das Spiel ist auf einmal super linear, super immer wieder auf dieselbe Enge. Es ist auf einmal ein Schlauchsystem. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Dann muss ich auch dazu sagen, die Bosse und die Kämpfe wurden dann auch irgendwann sehr schnell öde. Das Gameplay ist super stupide. Es ist so unfassbar stupide. Du musst die ganze Zeit nur den Blockknopf halten. Also wirklich. Gut, aber das ist nicht das, wofür man Sonic spielt, sondern für schnelles, tolles, freies Movement. Das zweite große Problem, was ich habe, ist, dass die Classic Sonic Stages, auf die ich mich gefreut hatte und die mir sehr viel Spaß gemacht haben, am Anfang noch, irgendwann habe ich gemerkt, es gibt nur 4 Skins. Es gibt nur 4 Skins, die immer wieder überall draufgeklatscht werden. Wir haben die Ruine, wir haben Green Hill, wir haben die Stadt und wir haben Chemical Plant. Diese 4 Skins werden auf alle Maps draufgeschlagen. Und als ich dann irgendwann eine tolle Stage gespielt habe, die ich kannte aus Sonic Adventure 2, Skyrail, habe ich gespielt, habe ich irgendwann erkannt und dann, warum spiele ich das im Green Hill Look? Warum läuft keine Mucke von dieser Stage? Warum läuft so ein generisches Techno-Geschrubbel, was irgendwie ganz cool ist, gebe ich zu. Aber dadurch entfremdet sich das alles. Ich spiele die Stage, aber da ist halt immer wieder derselbe Skin drauf. Dadurch sieht alles irgendwann super öde aus. Die Stage wirkt überhaupt nicht. Und da war ich irgendwann sehr, ich habe mich irgendwann überhaupt nicht mehr auf diese Classic Stages gefreut. Und das ist eine Entscheidung, die entweder bewusst getroffen wurde. Storytechnisch wurde sie erklärt, aber dadurch habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf diese Classic Sonic Stages. Also wirklich, als ich das gemerkt habe in der Wüste, habe ich irgendwann die Dinger nur noch mitgenommen, weil ich weiterkommen wollte. Und da ist dann einfach irgendwann immer mehr Freude für mich flöten gegangen. Auf einmal konnte ich nicht mehr durch die Welten zischen. Auf einmal war das Level super linear und super limitiert. Und dann habe ich irgendwann auch gar keinen Spaß mehr gehabt an diesen Classic Sonic Stages. Und dann haben wir auch noch das Problem, dass das Spiel anfangs versagt, hey, du findest schon deinen Weg, aber immer wenn du eine Erinnerung gefunden hast, dann wurde gesagt, ja, sammel jetzt mal Erinnerungen. Und dann bist du an den nächsten Punkt, ja, aber jetzt sammel erstmal 15 Erinnerungen. Ich vergleiche das immer gerne mit Breath of the Wild. Stellt dir mal vor, ihr seid vom Plateau runter und jetzt sagt das Spiel, bevor du weiterspielen kannst, such erstmal nochmal 5 Crocs. Dann gehst du zum Eingang von Kakariko und dann sagt dir ein Wächter, ja, um hier reinzukommen, sammel erstmal 5 Crocs in der Welt. Dann gehst du nach Kakariko, sprichst mit Impa. Sie sagt dir, ja, bevor ich dir die Geschichte erzähle, sammel erstmal 5 Crocs. Bevor ich dich aus dem Haus rauslasse, sammel erstmal 5 Crocs. Die ganze Zeit wurde mir das Spiel, wurde ich quasi erstmal rausgeschickt in die Welt und es hat sich einfach irgendwann super gestreckt angefühlt. Und ihr merkt schon, Sonic Frontiers hat toll angefangen und es ist ein okayes Spiel, meiner Meinung nach. Unter dem Vorwand, dass ich dieses Spiel wahrscheinlich halb durchgespielt habe ungefähr. Für mehr reicht es nicht, die Motivation ist absolut abgebrochen bei mir bei diesem Spiel. Es hat dann echt keinen Spaß mehr gemacht. Jeder muss für sich selber jetzt entscheiden. Das andere große Problem war halt, dass ich mir die 4. und die 5. Welt angeguckt habe und sie sehen halt leider genauso aus. Das heißt, die Wüste ist das einzig wirklich individuelle, toll gestaltete Level und alles danach sieht die ganze Zeit gleich aus. Das heißt, es ist Death Stranding Sonic bis auf das Wüstenlevel und da war ich schon hart enttäuscht. Deshalb Sonic Frontiers für mich, ja, ich würde so eine 74 tatsächlich unterstreichen, so eine 3, Note 3. Aber erneut, ich habe es nicht durch, aber ich habe mir relativ viel noch angeschaut. Und dann, der große Banger, auf den wahrscheinlich gerade ein paar warten, God of War Ragnarök. Pass auf, das Ding ist, wir haben ja gerade diese große Debatte, jetzt kommen die Game Awards und es wurde Death Stranding, sage ich schon. Es wurde Elden Ring natürlich überall nominiert, selbst bei RPGs. Das heißt, Elden Ring tritt jetzt gegen Pokémon-Legenden Arceus an und Xenoblade Chronicles 3, Live Alive und Triangle Strategy. Und mir an sich sind diese Awards jetzt nicht so wichtig. Ich persönlich finde es zwar ziemlich peinlich, dass man tatsächlich eine solche Softwarekatastrophe wie Arceus nominiert hat für einen Award, aber ansonsten ist mir jetzt nicht so wichtig, ob Elden Ring gewinnt oder God of War oder vielleicht gewinnt sogar Stray. Ich weiß es nicht. Das ist mir nicht so wichtig. Und ich sage euch was, wenn God of War gewinnt, aufgrund der ersten 4 Stunden, die ich gespielt habe, könnt ihr es absolut verstehen. Der Anfang von diesem Spiel ist krass. Und es hat eine der genialsten Inszenierungen, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Eine ganz, ganz spannende Szene direkt zum Anfang des Spiels. Und ich meine nicht die traurige Szene. Sondern, das ist kein Spoiler, by the way. Ihr habt keine Ahnung, was passiert, wenn ich sage traurig. Es kommt eine sehr, sehr spannende Szene. Und auch hier, keine Angst, ich spoilere euch nichts. Es knistert vor Spannung. Es ist so gut inszeniert. Es ist so geil gemacht. Ich hing da wirklich gefesselt vom Bildschirm. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will dieses Spiel nicht mit euch streamen. Ich möchte es für mich genießen und erleben. Und das Spiel war so geil, allein schon in den ersten 3 Stunden. Und wenn das Spiel so weitermacht,
Ja, okay, dann ist es, dann kann es Game of the Year werden. Mir doch egal, ob ich Elden Ring liebe oder nicht. Nur weil ich selber absolut der größte Elden Ring-Fanboy bin, muss es ja nicht für mich einen Award gewinnen. God of War Ragnarök, das, was es mir in den ersten Stunden gezeigt hat, ist absolut Game of the Year würdig und absolut mit der geilste Shit, den ich hier gespielt habe. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie das Spiel weitergeht und freue mich mega auf God of War Ragnarök mit diesem wunderschönen Controller da hinten. Und das war mein kleiner Abriss, das war mein erster Eindruck von vielen Spielen. Ich habe ganz viele Spiele wieder getestet, angefangen, gespielt, einige Spiele abgebrochen. Einige Spiele war ich halt sehr enttäuscht, weil sie auf der Switch schlecht umgesetzt wurden. Und ja, bei God of War bin ich halt wirklich gespannt, wie das Spiel weitergeht. Bei Mario und Rabbids aber auch. Also beide diese Spiele spiele ich gerade mit sehr viel Freude und bin gespannt, euch da irgendwann vielleicht noch einmal eine komplette Review geben zu können. Jetzt bin ich allerdings die nächste Woche erstmal im Urlaub. Wir werden am Freitag um 14 Uhr Pokémon spielen. Den ganzen Tag bis spät, 22 Uhr wahrscheinlich. Und dann werde ich noch einen ersten Eindruck dazu hochladen. Und dann bin ich erstmal eine Woche im Familienurlaub mit der Family, mit 4 Welpen. Ich freue mich schon ganz doll drauf. Von daher, God of War Ragnarök werde ich dann wahrscheinlich erst danach durchspielen. Ich werde keine PlayStation 5 in den Urlaub mitnehmen. Aber eventuell habe ich Mario & Rabbids dann durch. Und vielleicht nochmal eine detailliertere Meinung zu Pokémon. God of War muss erstmal ein bisschen warten. Ihr kennt mich ja, ich spiele die Spiele gerne erstmal durch. Ich nehme mir meine Zeit. Und dann gibt es bestimmt nochmal eine Meinung. Aber das, was ich bisher gesehen habe, oh Mama, das war gut. So, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie haben euch die Spiele bisher gefallen? Ich hatte sehr tolle Spiele hier tatsächlich in der Hand. Und ja, wir sehen uns dann, würde ich sagen, mit dem nächsten Video noch, bevor ich in den Urlaub gehe. Macht's gut, ciao, ciao. Hey, du bist noch da. Das Video hat dir anscheinend gefallen. Ich habe hier ein ähnliches Video. Da kannst du gerne draufklicken und dann geht's direkt weiter. Und einmal ganz, ganz lieben Dank an meine Patreons, meine Twitch-Subs und meine Kanalmitglieder, die mir das Ganze hier ermöglichen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin euch unendlich dankbar. Arigato. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt gleich beim nächsten Video. Ciao.